Hallo, heute würde ich euch mal gerne die Dusche zeigen von Ilse und Katot auf der Campsite hier in Ootshorn. Das ist der Boiler. So, jetzt gehe ich mal hier rein. Hier ist es nämlich schattig. So, da macht man hier unten das Kästchen auf, das Hebelchen weg. So, und dann wird hier unten in den Behälter ein Diesel-Benzin-Gemisch eingefüllt. So, da drin ist ein kleines Schwämmchen. Das Schwämmchen soll ein bisschen rausstehen noch. Ich muss das hier alles mit einer Hand machen. Ist ein bisschen kompliziert. So, dann liegen hier oben Streichhölzer. Ja, wo ist die Kamera? Da. So, das tauchen wir jetzt da mal so ein. Und dann sollen wir das anzünden. Mit einem Feuerzeug zünden wir das jetzt an. So. Und dann legen wir das da rein. Und dann fängt das irgendwann an zu brennen. Der ganze Spaß. Das dauert einen Moment. Das sieht gut aus. So, und jetzt schieben wir diesen ganzen Kram hier wieder zu. Ja, und jetzt ist ein Rohr in dem anderen Rohr und durch das äußere Rohr läuft das Wasser. Und jetzt muss man so circa 60 Sekunden warten. Und dann kann man den unteren Hahn aufdrehen und dann kommt hier warmes Wasser. Und die Durchflussmenge regelt quasi die Temperatur. Umso mehr ich aufdrehe, umso kälter wird es. Also aufdrehen, einschäumen, dann wieder aufdrehen. Das ist eigentlich perfekt. Gefällt mir. So, jetzt gehe ich duschen. So, ich geduscht. So. So, jetzt machen wir das Ding wieder aus. Also wie gesagt, da oben ist die Brause und hiermit kann man das so schön regulieren. Das Wasser, Durchflussmenge, gleich Hitze. Wenn man ein bisschen zurück macht, dann wird es dann wieder warm. Wenn man weiter aufdreht, wird es kalt. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt müssen wir das Ding wieder ausmachen. Und zwar gibt es hier so einen Riegel. Den schiebe ich jetzt quasi da einfach rein. So, und dann ist aus. Und so sieht das Ding von außen aus. So, das ist die Dusche. Also, sehr nett gemacht. Tschüss!